Ganz sicher haben Sie den Satz schon mal gehört, das sehe ich anders. Und Sie haben ihn wahrscheinlich auch schon oft in irgendeiner Abwandlung in Ihrem eigenen Leben selbst verwendet. Ich finde in diesem Satz, ich sehe das anders oder ich sehe dieses oder jenes etwas anders als Sie, steckt extrem viel drin, was uns hilft, mit anderen besser auszukommen. Nämlich, dass jeder Mensch seine eigene Interpretation der Wirklichkeit hat. Man könnte sagen, jeder kreiert seine Wirklichkeit und seine Wahrheit. Und wenn man sich das vor Augen führt und das einmal wirklich begriffen hat, dann ist das enorm hilfreich bei allem Möglichen, weil wir sehen dann, wir müssen nicht mehr darum kämpfen, wer Recht hat, denn in gewisser Hinsicht hat jeder auf seine Art und Weise Recht. Ich habe in einem anderen Video mal den Satz gebracht, jeder Mensch handelt aus seiner Sicht sinnvoll und ich finde, das spiegelt sich darin wieder. Und wenn man diese Haltung gewinnt, zu sagen, ja, der andere handelt aus seiner Sicht sinnvoll und der andere hat nur eine andere Sichtweise als ich, dann, wie ich finde, wie gesagt, ist das enorm hilfreich. Natürlich gibt es bestimmte Fakten und bestimmte Wahrheiten, wenn man so will. Aber auch diese Fakten und Wahrheiten erlebt jeder von uns höchst unterschiedlich. Und bestimmte Dinge, von denen wir sagen, die sind so und da will ich unbedingt Recht haben, die sind nämlich nicht unbedingt so. Und dafür gibt es ein schönes Beispiel, was ich vor kurzem gehört habe. Und zwar, nehmen wir mal was ganz Sinnvolles und Simples und Eindeutiges, nämlich 1 plus 1. Was ist 1 plus 1? Höchstwahrscheinlich werden Sie jetzt sagen, das ist 2. Ja, sehe ich auch so. Aber nicht unbedingt. Gibt es noch andere Möglichkeiten, andere mögliche Ergebnisse? Zum Beispiel 1 plus 1 ist 3. Wenn Ihnen nichts einfällt, mir ist übrigens auch nichts eingefallen, als jemand das mit mir gemacht hat, sagte der, ja, ich beweise dir es. 1 plus 1 ist 3. Du lernst eine Freundin kennen und die wird schwanger. So wird aus 1 und 1 3. Klar, das ist zutreffend. Sagen Sie jetzt auch, ja, stimmt schon. Ja? Aber man kann dadurch sagen, unter diesem Aspekt ist 1 und 1 ergibt dann 3. Oder 1 plus 1 ergibt 1. Nämlich, wenn Sie an einem regnerischen Tag aus Ihrem Fenster gucken und sich so zwei Wassertropfen an der Scheibe nebeneinander herlaufen und die dann zu einem werden, dann ergibt auch jeweils zwei einzelne Wassertropfen ergibt einen etwas größeren Wassertropfen. Also 1 plus 1 ist gleich 1. Das heißt, selbst bei solchen vermeintlich klaren Dingen wie der Antwort auf die Frage, was ergibt 1 plus 1, ist es nicht immer hundertprozentig eindeutig. Und um wie viel mehr trifft das bei allen Dingen zu, die einen viel größeren Interpretationsspielraum zulassen? Zum Beispiel in der Kommunikation. Jemand sagt etwas und wie der das meint, der redet und handelt aus einer völlig eigenen Welt, die mit meiner, ja, mit Sicherheit Gemeinsamkeiten hat, aber halt auch gewisse individuelle Sichtweisen. Also dieser Satz, ich sehe das anders, ist so wahr. Das hat wahrscheinlich noch niemand so ergründet, ja? Oder die wenigsten machen sich darüber Gedanken, was da alles drinsteckt. In diesem Satz, ich sehe das anders. Es gibt da auch eine schöne Übung, die man machen kann, und zwar, wenn sich 10 Leute in einem Kreis setzen, so 10 Meter auseinander, und in die Mitte eine riesen Weltkugel packt, und man fragt die einzelnen Leute, was sehen sie? Dann können die zwar sagen, ja, eine Weltkugel, aber was sehen sie genau? Dann wird der eine sagen, ja, ich sehe Japan, der andere sagt, der nächste sagt, ich sehe Hawaii, der nächste sagt, ich sehe Kalifornien. Und dennoch ist es natürlich alles die Welt. Ja? Aber jeder sieht sozusagen, also die Welt ist dann die Wirklichkeit, aber jeder sieht nur seinen Aspekt. Denn, das ist ein weiterer wichtiger Punkt, ich glaube, es ist nicht möglich, die volle Wahrheit und die volle Wirklichkeit zu erfassen. Das heißt, wir sehen bestimmte Dinge an und es ist automatisch, dass wir bestimmte andere Dinge dann übersehen. Es gibt da auch einen Begriff für, der heißt selektive Wahrnehmung. Habe ich auch schon mal in einem anderen Video kurz erwähnt. Es ist also völlig normal, dass wir andere Dinge übersehen. Also wir können nicht alles erfassen, was da ist. Und das ist uns in den meisten Fällen nicht klar. Jemand anderes erfasst aber möglicherweise, mit Sicherheit, einen anderen Teil derselben Realität oder derselben Wirklichkeit. Das klingt jetzt alles sehr vielleicht philosophisch, aber ich halte das für so hilfreich, wenn man sich das vor Augen führt, bei vielen Konflikten und beim Umgang mit anderen Menschen und vor allen Dingen halt auch, wenn sie mit anderen reden. Ja, wie oft streiten wir uns darum, wer Recht hat?
Könnte man jetzt auch ein komplett eigenes Video nochmal zu machen, aber ein Teil von diesem Recht haben ist eigentlich absurd, weil jeder hat nun mal seine Sicht der Dinge. Ja? Und es ist andererseits so hilfreich, wenn man diese innere Haltung hat, denn das bewirkt eine gewisse Neugierde, nämlich eine Neugierde auf die Sichtweise des anderen, wie der die Welt erlebt, wie der bestimmte Dinge erlebt. Denn das bereichert das eigene Weltbild und das differenziert das eigene Weltbild. Das heißt, wenn man das so sehen kann, dann ist es sehr, sehr interessant, wenn jemand anders was anders sieht. Dann müssen sie nicht immer abgleichen und sich fragen, so, oh, habe ich jetzt aber nicht recht und sollten wir darüber nicht vielleicht kämpfen, wer recht hat. Das ist dann absurd in dieser Situation, weil in gewisser Hinsicht haben sie beide recht. Ja? Sie haben ihre Sichtweise, jemand anders hat seine Sichtweise. Und diese Sichtweisen können sich wunderbar ergänzen und sich gegenseitig bereichern. Das heißt, dass ihr eigenes Bild von einer Sache differenzierter und genauer wird und sie bestimmte Dinge bei sich selbst mal hinterfragen oder einfach noch mehr sehen von dem, was da ist.